Yo Leute, was geht ab? Wie ist alles am Start? Wir zocken heute eine Runde Mario Kart 9 DLC Maps, Leute. Bevor es losgeht, würde ich mich darüber freuen, wenn du gerne ein Like und ein Abo da lässt. So, wir haben hier LR, Einzelspieler, Grand Prix, 150. Wir nehmen hier auf entspannt Knochenbooster mit Standardquad und Marschaller Beschleunigung als. Also, und wir sehen hier jetzt einmal den Felscup und den Mondcup, gucken wir uns im nächsten Video an, Leute. Und ich würde sagen, wir zocken heute die London Tour, das Buhu-Tal, den Gebirgspfad und den Blätterwald. Und deshalb würde ich dann sagen, let's go. Das Video wird aber ein paar Wochen oder so oder auch Tage später online kommen, Leute. Weil wegen, ich habe ein paar Sachen hier vergessen zu sagen in den anderen Videos. Details wie zum Beispiel die London Tower Bridge, Leute. So, let's go. Ich muss aber aufpassen, weil man einer Joy-Con ist fast schwer. Oh, hier auch die Telefonzellen. Sehr schön gemacht, Leute. So, das ist natürlich jetzt nicht die Tower Bridge. Ja, ohne Problem, Leute. Oh. Auf OBS geguckt, dass alles läuft. Hier, du Hund. Ach, scheiß drauf. Tja, Karma, ne? Scheiße, ne? Wenn man fiese eins abwirft. Mit der Banane. Du Hund. So, hier Kettenhund, auch eins von Blau, nice, geil. Genau, jetzt werde ich von allen überholt. Es geht noch weiter, okay. Ich habe gedacht, das... Digga, kennt ihr das? Wenn ihr in Mario Kart zockt, ihr denkt, die Runde ist schon zu Ende, aber dabei geht es noch weiter. Würde mich gerne mal interessieren, Leute, ob es bei euch auch so ist, wenn ihr Mario Kart zockt. Aber die Map ist ganz geil. Oh, 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 oh. Der Kettenhund hätte mich fast gedingst. So, hier Tower Bridge, wieder kein Problem. Nur vor dem Kettenhund habe ich Angst. Und ich finde auch, dass das Zielteil, wo man im Zielfeld auch sehr geil gedesignt wurde, so nach London typisch halt. Und gehen wir rein in die nächste Map, Leute, ins nächste Rennen. Geil, meine Facecam hängt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es nur Space Desk ist auf dem iPad oder ob die Facecam wirklich hängt. Und hier haben wir auch schon das Buhu-Tal, Leute. Also wenn die Facecam rumlecken sollte, nicht wundern. Hier auch schön mit Geisterhaus. Ja, also mit Spukhaus da vorne. Und hier Geister natürlich dürfen auch nicht fehlen. Und am Ende kommt auch meine Lieblingsmap, der Blätterwald.
Ich mach Fahrfehler as fuck. Ach, scheiß drauf. Ich habe die Maps aber schon gezockt, weil ich war ja davor mal live auf Twitch und ich habe ja schon mal ein Video aufgenommen, was ich aber gelöscht habe. Ach, perfekt, ich wollte versuchen, das rüber zu springen. Vorführeffekt. All die Videos habe ich dann halt gelöscht, weil nichts geworden sind. Nice, danke dir, Digga. Ja, als ob man nicht driften kann, wenn man vom Blitz getroffen wurde. Verpiss dich, du Nutzensohn! Ja, scheiß drauf. Zweiter ist besser als Zwölfter. So, nächste Map, Leute. Hier haben wir das Gebirgsfahrt, Leute. Das fehlen ja aber auch schon. Nintendo hat sich bei den Texturen leider nicht ganz so bemüht, aber ist eine geile Map vom Nintendo 3DS, Leute. Aber hier sieht man schon leider das aus mit dem Mobile Game Stand. Hier, das mit Nebel ist auch sehr, sehr geil gemacht. Oh. So, hier mal das Feld von hinten aufräumen. Und hier auch, haben wir auch nochmal Nebel, Leute. Ach, scheiße, das Ding hat mich getroffen, fuck, nicht gut. Ey, ich hab das früher, hab ich es gehasst, dass da diese Gesteinsbrocken oder was auch immer sein soll, da runtergefallen sind. Aber jetzt, oha, oha, mit nicht 10. Über die Abkürzung. Das hier mal, wie man Mario Kart zockt. Das ist dich. Ohren stehen geblieben. Ach, egal, scheiß drauf, keine Ahnung. Also, ich habe das früher gehasst, dass da diese Gesteinsbrocken da vorne, die jetzt gleich wieder kommen, runtergefallen sind. Oh, eine für den Daumen ist das. Aber jetzt finde ich es eigentlich sogar ganz geil, weil das dann halt das Ganze nochmal anspruchsvoller macht. Hallo, nicht gegen die Wand lenken, du Keck. Ja, genau, natürlich. Du dummer Sohn, Alter. Scheiß drauf. Ja, genau, an ihm, ja. Irgendwas zum Attackieren, irgendwas zum Attackieren. Ach, Schmutz. Hallo, ich hab... Ach, scheiß drauf. Schlaustörung ist aus und er macht es trotzdem automatisch. Und Leute, ich muss zugeben, früher, meinen ersten Runden Mario Kart, da habe ich noch keine Capture Card gehabt, also da... Nur Batterieleistung lässt nach, kannst du die Fresse halten. Es kann sein, dass mein Controller jetzt gleich ausgeht. Wäre natürlich nicht so wild.
So, nächste Runde, Leute. Da haben wir jetzt eine richtig geile Map von der Wii. Und hier seht ihr auch schon den Blätterwald. Der hat eine richtig geile Wii-Textur gekriegt. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Sieht richtig maschala schön aus. Die Map ist einfach Nostalgie. Weil die mich so an die Wii-Zeiten und 3DS-Zeiten erinnert. Aber ihr werdet nicht sehen, aber ihr werdet jetzt noch nicht wissen, was als noch mehr an Nostalgie kommt in den nächsten Maps. Ja, okay, da ist ja noch eine nostalgische Strecke halt dabei. Oh, nicht runterfallen. Tja, du Hund, bist du reingefallen, ja? In meine Banane, ja? Aber was auch ekelhaft ist, wenn man hier in dieser Flugpassage von irgendwas getroffen wird, Digga. Man braucht dann ewig lang, bis Akito, der Spast, einen da wieder rausgezogen hat. Und für Akito gibt es auch keine Angst vor Jiggy Spast. Weil der fährt einen manchmal an Stellen raus, wo man eigentlich nicht rausgezogen hätten sein müssen. Och, Digga, da mache ich immer einen Fahrfehler. Es ist so bodenlos. Hier, verpiss dich, du Hund. Och nee, Digga, es kommt eine für den blauen Scheiß. Eine doch nicht. Irgendjemand hat die abgewehrt, Kuss. So, ich will die Abkürzung hier erkunden. Ich habe zwar keinen Pilz, aber scheiß drauf. Oh, ach, scheiß drauf. Das war ein Fehler. Das zu machen. Das kam schlechtes Karma. Ganz knapp hier. Okay, diesmal keinen Fallfehler gemacht, richtig. Boah, Digga, ganz knapp. Leute, es sind sehr geile Maps, bis auf Gebirgsfahrt. Da finde ich die Textur nicht so geil. Da sieht man leider, dass es aus Mario Kart Tour kommt. Aber sonst sind es sehr geile Maps bis jetzt. Leute, jetzt haben wir noch die Siegerehrung kurz und dann geht es im nächsten Video weiter. So. Und jetzt, wir sind hier natürlich Erster, wichtig und richtig, aber leider nur 2 Sterne, aber besser als 0 Sterne. Und dann würde ich sagen, im nächsten Video geht's weiter. Also lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Ciao, Peace 1.